Stimmen Sie sich mit mir gemeinsam auf die Predigt ein mit folgender Brotmeditation. Brot liegt da. Goldgelbes, grobschrötiges Brot. Frisch gebacken ist es. Wie gut es riecht. Brot wurde aus Mehl, Mehl aus Körnern. Wind und Sonne und Regen haben die Körner zu Halm und Ähren reifen lassen. Brot ist Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Brot stillt den Hunger. Brot erhält Leben. Brot schenkt Gemeinschaft. Brot kann man teilen und mit anderen zusammen essen. Brot erinnert uns an einen, der selbst Brot war und ist. Brot für den Hunger nach Leben. Jesus, du bist das Brot des Lebens. Du verschenkst dich, damit alle leben. Auch wir können zum Brot werden, von dem andere leben.